Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die Alpha 18 Experimental. So, ich habe jetzt gerade hier nochmal eine Hedge eingebaut, wie man erkennen kann. Und jetzt gehen wir auch schon wieder auf die nächste Steinklopftour, weil wir haben ja definitiv zu wenig Cobblestones. Ich werde mir jetzt mal eine Schaufel machen. Obwohl, ich bin Level 18 gleich. Ich warte vielleicht auch besser, bis ich Level 20 bin und dann updaten, perken kann. Dann wird das vielleicht Spaß machen. Eine erste 200er Eisenschaufel wird, glaube ich, Sinn machen. Weil unser Eisen ist ja doch relativ kostbar. Das wollen wir mal noch nicht vergeuden. So, jetzt wieder Steine, Steine, Steine. Ich wollte gerade sagen, Mist, ein Bär. Aber es sind in Anführungszeichen nur meine Hungergeräusche. Ja, ich esse mal hier die Baked Potatoes. Wir machen mal ein paar Cobblestones. Lehm. Genau, ich brauche Lehm. Da sind wir nicht. Ach, da sind noch ganz viele Nester, okay. So. Ja. Yeah. Level 18. Also ich denke, das mit Level 20 wird noch funktionieren. Wahrscheinlich am Tag 6. 6, ja. Könnte ich hauen. So, reparieren. Dann machen wir schon mal ein paar Cobblestone. Ich will es ja nicht beschreien, aber irgendwie werde ich ja erstaunlicherweise in Ruhe gelassen momentan. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Oh, da brauchen wir noch eine ganze Menge. Mining Tools 8, okay.
Ja, okay. Ich denke mal so mit 800, 900. Dürften wir erstmal bedient sein. Es wird auch schon etwas später. Ich denke mal so bis 18 Uhr könnte ich hier noch schaufeln. Ist verdächtig ruhig. Gibt mir wirklich zu denken. Okay. So. Ja. Ungefähr. Steine brauche ich jetzt noch. Okay. Naja. Okay, es wird langsam knapp mit den Steinen. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich glaube, ich werde dann nach unten buddeln. Weil mit dem, was ich jetzt habe, komme ich wahrscheinlich über die Nacht ganz gut. Aber Tag 6 wird es denn schon eng. Das wird eng. Außer ich würde hier wegklopfen. Das bringt, glaube ich, nicht viel. Gut, machen wir zuerst mal jetzt hier reparieren. Das steht ja schon längere Zeit aus. Okay. Da das ja die Außenwand ist, an der ich auch nachher baue, will ich die besser mal aufwerten. Auch wenn es damit etwas knapp wird. So.
Oh ja, das wird knapp. Das wird sehr knapp. So, nun aber weiter im Text. Und zwar wollte ich das hier auch noch zumachen. So. Und jetzt habe ich schon wieder keine. Das ist ja echt nicht zu fassen. Jetzt habe ich zu wenig Steine. So. Naja, gut. Ist jetzt nicht wunderbar, aber könnte schlimmer sein. Ich werde dann mal wieder hochgehen. Die kann man nicht upgraden. Das ist schlecht. Aber wenn es halt so ist, dann ist es halt so. So. Jetzt machen wir hier nochmal einen... Ja. Okay, was machen wir als nächstes? Eine neue Kiste bauen, würde ich sagen. Das ist sehr nötig. Okay, jetzt machen wir hier mal alles, was Schmelzzeug, Kohle, Clay, Munition. Sortieren wir mal da rein. Damit es etwas übersichtlicher wird hier. So, den Spike Club hier könnten wir eigentlich scrappen. Das mal dazu. Waffenzeug, Schmelzzeug, Waffen. 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 Na gut, das nicht. Schmelzzeug, Munition. Munition. Okay, gut, dann machen wir mal weiter und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.